Apple hat in dieser Woche als erstes Unternehmen überhaupt die Bewertung von 3 Billionen Dollar erreicht. Kann es so noch weitergehen? Lohnt sich überhaupt noch der Kauf einer Apple-Aktie? Und jetzt sind wir im Januar. Was macht der Januar-Effekt mit den Märkten? Das alles besprechen wir heute beim XTB Market Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist der XTB Marktanalyst Max Winke. Max, schön dich zu sehen. Happy New Year. Hallo Manuel, schön von dir zu hören und dich zu sehen. Ich wünsche dir natürlich auch und allen Zuschauern frohes Neues. Max, die Technologiewerte hatten ja sowieso einen ordentlichen Run, auch und gerade während der Corona-Zeit. Und Apple läuft jetzt allen weiter davon mit 3 Billionen Dollar Bewertung. Kann es da überhaupt noch so weitergehen? Ja, es ist schon fast eine Art symbolischer Meilenstein. Also es hat ja auch gar nicht lange gedauert von 2 auf 3 Billionen US-Dollar mit der Bewertung. Nur 1,5 Jahre. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass wir bei mehreren Quartalen gute Geschäftszahlen gesehen haben. Also es gab auch neue Rekorde in dieser Hinsicht. Und wenn wir nochmal etwas weiter zurückblicken auf den Aktienkurs, dann haben wir seit den 90er Jahren ein jährliches Wachstum gehabt von 22% circa. Und diese Story zeigt uns ja, dass es sich durchaus lohnt, in ja bereits gut laufende Geschäfte oder Aktien zu investieren. Und die große Stärke von Apple liegt, glaube ich, jetzt im Cashflow. Denn wenn es in diesem Jahr möglicherweise zu, naja, etwas mehr Turbulenzen kommt an den Börsen, dann könnte das vielleicht zumindest am Aktienmarkt ja eine Art sicherer Hafen sein. Auch viele andere Aktien sind gut ins neue Jahr gestartet. Ist das der sogenannte Januar-Effekt? Kommen jetzt auch wieder viele Profis raus und müssen Geld investieren? Der beste Monat ist in der Regel auch der erste des Jahres. Das ist ja jetzt kein Naturgesetz, sondern das hat was mit der Saisonalität zu tun. Es ist also kein Muss, dass auch in diesem Jahr die Aktien einen starken Januar sehen. Aber es ist so, dass institutionelle und auch private Anleger zur Jahreswende oftmals sich neu positionieren. Und viele verkaufen vor allem Richtung Jahresende Aktien, die schlecht gelaufen sind. Dadurch kann man Verluste realisieren und auch Steuern sparen. Und der zweite Punkt ist das Bottom Fishing, wie man es im Englischen gerne sagt. Da geht es letztendlich darum, dass man versucht, unterbewertete Aktien zu kaufen. Das kann technischer oder auch fundamentaler Natur sein. Und das gibt vielen Aktien eben auch zu Beginn des Jahres nochmal so einen gewissen Schub. Das Jahr 2021 lief ja wie geschnitten Brot an der Börse. Was erwartest du denn für 2022? Kann es da so weitergehen? Ja, es gibt viele Risiken, über die derzeit diskutiert wird. Also es ist so, dass die Wirkung der Konjunkturprogramme nachlässt. Die Überschussliquidität wird abgebaut. Wir haben weiterhin Probleme bei den Lieferketten, die, naja, möglicherweise auch noch in diesem Jahr anhalten werden. Wir haben eine hohe Inflation. Das führt dazu, dass die Kaufkraft der Verbraucher nachlässt. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Wachstumsprognosen für das BIP recht optimistisch sind. Wenn wir jetzt aber nochmal zu diesen Risiken kommen und vielleicht mal ein etwas, naja, bärisches Szenario skizzieren, dann wäre für mich vor allem sehr schlecht für die Anlegerstimmung eine Kombination aus schwachem Wachstum und einer Zinserhöhung aufgrund dessen, dass die Fed vielleicht gezwungen ist, trotz des schwachen Wachstums, aber aufgrund einer anziehenden Inflation und eines starken Arbeitsmarktes zu reagieren. Was heißt das jetzt für Anleger? Wie sollte man sich für das Jahr 2022 positionieren, für die nächsten Wochen jetzt erstmal zu Jahresbeginn aufstellen? Seit März 2020 haben wir eigentlich nur eine Richtung gesehen. Ich glaube, dass sich im Jahr 2022 daran aber etwas ändern könnte. Ich erwarte im Verlauf des Jahres eine stärkere Schwankungsbreite. Und das bedeutet letztendlich,
schnellere Richtungswechsel, kurzfristige Richtungswechsel. Das ist besonders interessant für die Day- und Swing-Trader. Was sich aber nicht ändern dürfte, ist die Tatsache, dass Anlagealternativen zu Aktien rar bleiben. Und daher finde ich, ist so eine Buy-and-Hold-Strategie nach wie vor vernünftig. Was bedeutet, dass man Rücksetzer oder vielleicht auch die eine oder andere Korrektur nutzen sollte, um nachzukaufen und langfristig eine Position aufzubauen. Ja, und wir werden das Jahr 2022 hier beim XTB Market Talk ganz genau im Auge behalten. Max, danke dir für diesen Start ins Jahr, wünsche dir alles Gute und ja, danke auch für die Einordnungen erst einmal für diese erste Handelswoche. Danke dir, Manuel, das wünsche ich dir auch und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Wie gesagt, dieser XTB Market Talk auch in diesem Jahr immer für Sie da. Weitere Infos unter xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.